Hallo und herzlich willkommen. Dies hier ist ein Low-Carb Haferbrot, das ich ab und zu mal mache. Es hat ungefähr 15 Gramm Kohlenhydrate auf 100 Gramm, während ein normales Weizenbrot ungefähr 50 Gramm Kohlenhydrate auf 100 Gramm hat. Das ist natürlich schön, wenn man gerne sich kohlenhydratarm ernähren möchte. Und wie man dieses Brot macht und auch besonders, wie man es vielleicht im Glas haltbar macht, das zeige ich euch in diesem Video. Ich habe mal wieder mein Low-Carb-Haferbrot gemacht, das ich ab und zu mal mache und dann immer in Scheiben einfriere. Und diesmal habe ich gedacht, ich koche ja ein, also teste ich mal, ob man dieses Brot auch im Glas haltbar machen kann. Es hat ja sehr, sehr viel Eiweiß und Eiweiß ist eigentlich beim Haltbarmachen immer so ein bisschen schwierig. Und ich würde gerne gucken, ob es für ein paar Wochen haltbar ist. Dieses Brot habe ich vor 3 Wochen gemacht und ich werde euch jetzt zeigen, wie man das macht. Und am Ende werden wir mal testen, ob es noch gut ist. Die Zutaten für dieses Brot nenne ich im Verlauf des Videos und ihr findet sie aber dann auch nochmal zusammengefasst in der Beschreibung zum Video. Als erstes heizen wir den Ofen hoch auf 180 Grad und nehmen natürlich den Rost raus. Ganz wichtig, denn stellt man die Gläser auf einen heißen Rost, dann können sie eventuell platzen. Also Rost raus, Ofen hochheizen. Dann vermischen wir als nächstes die feuchten Zutaten. Dazu nehmen wir 1 Kilogramm Magerquark, dann 7 bis 8 Eier je nach Größe und vermischen das Ganze. Bei den Haferflocken nehme ich immer kernige Haferflocken. Die kriegt man eigentlich überall, auch im Discounter. Aber da vielleicht den kleinen Tipp. In Drogerien kriegt man die Haferflocken auch ganz gut in Bio-Qualität und zwar regelmäßig. Bei Aldi und so kriegt man die auch mal bei Aktionen, aber da kriegt man sie immer und auch relativ günstig. Ich zerkleinere die Haferflocken gern, in diesem Fall in einem Cutter, weil das Brot dann etwas homogener wird. Und mit dem Cutter habe ich halt dieses Resultat, dass die Flocken mal ein bisschen kleiner, mal ein bisschen größer sind. Und das finde ich immer ganz schön. Muss man aber nicht machen. Man kann auch einfach die Flocken so verwenden, wie sie sind. Dann tun wir die Flocken in die Schüssel. Als nächstes kommen 3 Päckchen Weinsteinpulver. Man kann auch Backpulver nehmen, aber ich mag Weinstein lieber, weil Backpulver, das hat immer diesen komischen Nachgeschmack. Dann kommt 1 Teelöffel Salz dazu und dann mischen wir das Ganze mit einem Schneebesen. Dann vermischen wir die trockenen Zutaten mit den feuchten. Als nächstes füllen wir das Ganze in ein Glas. Das müssen wir ein bisschen runterdrücken, diese Masse ist ziemlich fest. Die Füllhöhe habe ich jetzt gewählt ein bisschen über die Hälfte, weil das geht nicht sehr doll auf das Brot, aber ein bisschen schon. Wir werden sehen, wie es dann aussieht. Dann stellen wir das Ganze auf das Rost in den Ofen. Das Brot braucht ungefähr 1 Stunde. Die Gläser sind ein bisschen schneller fertig. So nach ungefähr 40, 45 Minuten würde ich eine Stäbchenprobe machen. So sieht das Ganze dann aus, wenn es rauskommt. Die Ränder habe ich natürlich versucht vorher schon sauber zu machen, aber manchmal ist es so, dass wenn der Teig hochgeht, trotzdem die Ränder beschmutzt sind. Die müssen natürlich jetzt sauber gemacht werden und dazu nimmt man ein warmes, feuchtes Tuch, da auch nicht unbedingt ein kaltes. Normalerweise können die Gläser das ab, aber man muss es ja nicht darauf ankommen lassen, dass es zu kalt ist und das Glas platzt. Das wollen wir nicht. Also ein schönes, feuchtes, warmes, sauberes Tuch nehmen und damit die Ränder abwischen und dann muss man aufpassen, es ist sehr heiß. Und dann verschließen wir das Ganze. So,
da wollen wir mal sehen, was das wird. Und so sieht das Ganze am Ende dann aus. So, und dann testen wir mal, ob das jetzt gut ist. Also wenn es nicht gut ist, ist es sauer. Das kann man meistens am Anfang schon riechen. Ich werde das jetzt mal aufmachen. Okay. Der Geruchstest. Nein, also sauer riecht es nicht. Nee? Nein? Ich teste das mal. Mal gucken, ob wir es rauskriegen können. Das wird ein schwieriges Unterfangen. Ich brauche einen kleinen Augenblick, ich bin gleich wieder da. Nach längerer harter Arbeit habe ich das Brot jetzt aus dem Glas bekommen. Was uns zu der Erfahrung bringt, dass es gut wäre, bevor wir es einfüllen, unten ein paar trockene Haferflocken reinzutun. Denn, wie man sieht, hier ist der Boden ein bisschen dran kleben geblieben. Die Ränder kann man immer gut lösen, aber der Boden ist der Teil, wo es schwierig wird. Das heißt, eine kleine Schicht Haferflocken unten rein, dann kann man einfach den Rand lösen, kommt es auch besser raus. Ich habe es trotzdem in einem Stück rausgekriegt. Es riecht immer noch gut. Ich werde es jetzt mal aufschneiden und dann mal probieren. Ich gehe nicht davon aus, dass ich tot umfallen werde. Ah, okay. Es sieht auch gut aus und riecht immer noch gut. Hier, seht ihr das? Ist wirklich ganz schön geworden. So, und dann werde ich jetzt mal probieren. Völlig in Ordnung. Das ist definitiv essbar. Guten Appetit. Jetzt machst du da ein Bier davon oder was? Mir schmeckt das gut. Mach daraus, was du willst.